BYD enthüllte kürzlich die offiziellen Bilder des Seagull. Am 18. April soll der E-Kleinwagen in China starten. Der BYD Seagull kommt übrigens auch nach Deutschland und das möglicherweise erstmals mit einer Natrium-Ionen-Batterie. Alles, was man aktuell dazu wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Am 22. November letzten Jahres berichtete Sohu, dass BYD plant, im zweiten Quartal 2023 mit der Massenproduktion von Natrium-Ionen-Batterien zu beginnen. Und die ersten Autos, die die bekommen, werden der BYD Quinn der Generation 2023, Dolphin und der neu eingeführte Seagull sein. Wie in meinem vorigen Video erwähnt, welches ihr hier oben rechts im Video verlinkt findet, wird der Quinn EV am 7. April auf den Markt kommen. Später am 30. November berichtete Sina News, dass der BYD Seagull das erste Fahrzeug sein könnte, das die Natrium-Ionen-Batterie bekommt. Dem Bericht zufolge sollte BYD im vergangenen Dezember mit dem Testen seiner Elektrofahrzeuge mit Natrium-Ionen-Batterien fortfahren. Wenn die Tests erfolgreich waren, sollte BYD Natrium-Ionen-Batterien in alle seine Autos unter 27.000 Euro einbauen. Bis heute wurden keine Informationen von BYD bezüglich der Tests von Natrium-Ionen-Batterien herausgegeben. Im Februar 2023 stellte das chinesische Joint Venture von Volkswagen mit JAC das erste Fahrzeug mit einer Natrium-Ionen-Batterie vor, den Sehol EX10, über den ich auch ein Video gemacht habe. Bei dem handelt es sich aber nicht um ein Massenprodukt, sondern um ein Testfahrzeug. Dieses hatte ein Batteriepaket mit einer Kapazität von 25 Kilowattstunden und einer Energiedichte von 120 Wattstunden pro Kilogramm. Der Natrium-Ionen EX10 hat eine Reichweite von 252 Kilometer und unterstützt schnelles Laden. Das Batteriepaket verwendet Zellen mit einer Energiedichte von 140 Wattstunden pro Kilogramm. In der Zwischenzeit enthüllte CATL Natrium-Ionen-Batterien im Jahr 2021, kündigte jedoch keine Massenproduktion an und ob der Autohersteller ihre Batterien in seine Elektrofahrzeuge einbauen würde. Die massenproduzierten Natrium-Ionen-Batterien im BYD Seagull wären eine ziemlich große Sache. Zuerst gab es NMC-Batterien, ihr Hauptproblem waren viele Edelmetalle im Inneren wie Kobalt und Nickel. LFP-Batterien ersetzten sie langsam, da sie nicht viele Edelmetalle, aber viel Lithium benötigen. Und hier kommen Natrium-Ionen-Batterien ins Spiel, die überhaupt kein Lithium benötigen. Das Natrium, das es braucht, kann fast überall gefunden werden. Und es gibt noch weitere Vorteile wie die bessere Widerstandsfähigkeit gegen kalte Temperaturen, langsamere Entladungsraten, sie sind billiger zu produzieren, besser für die Umwelt und sicherer als Lithium-Ionen-Batterien. Aber es gibt noch einige Nachteile wie langsamere Laderaten, eine niedrigere erreichbare Spannung und niedrigere Energiedichten. Optisch wird sich der Seagull an der elektrischen Limousine Seal und am elektrischen Kompaktwagen Dolphin orientieren. Zusammen bilden sie die sogenannte Ocean-Serie. Es ist ein Fünftürer mit vier Sitzen. Äußerlich hat der Seagull scharf geschnittene Scheinwerfer und eine große Windschutzscheibe mit einem einzigen Scheibenwischer. Es hat einige Plastikverkleidungen am unteren Teil der Karosserie, damit es eher wie ein kleiner SUV aussieht. Von hinten bekommt der Seagull einen sportlichen Dachspoiler und ein Rücklicht, welches dem BYD D1 ähnelt. Der BYD Seagull bleibt im Interieur in einer Reihe mit dem BYD Dolphin, hat aber einen kleineren Hauptbildschirm und eine andere Instrumententafel. Sein Mitteltunnel verfügt über zwei Getränkehalter und ein kabelloses Ladepad. Unter dem Mitteltunnel befindet sich sogar noch ein geräumiges Staufach mit einigen Ladeanschlüssen. Die DeSoni IQ ist die erste Premium-Ladestation im Privatbereich. Sie kommt mit PV-Überschussladen, Dienstwagenabrechnung und voreingebautem MED-Stromzähler. Zusätzlich kann man die Wallbox über Over-the-Air-Updates auf dem Laufenden halten und sie, dank integrierter farblich anpassbarer LEDs, als Lichtquelle nutzen. Wenn ihr mehr über die Wallbox von DeSoni wissen wollt, dann könnt ihr euch zuerst mal mein detaillierteres Video dazu ansehen, welches ihr hier oben rechts im Video findet. Mit dem Link in der Beschreibungsbox könnt ihr dann bei eautos.de vorbeischauen und die DeSoni IQ auch bestellen. Und mit dem Code PROJECTDRIVE spart ihr euch beim Checkout nochmal 150 Euro. Also viel Spaß mit der DeSoni IQ und weiter geht's. Der BYD Seagull ist 3,78 Meter lang, 1,71 Meter breit und 1,54 Meter hoch bei einem Radstand von 2,5 Metern.
Damit fällt er 345 mm kürzer, 55 mm schmaler und 30 mm niedriger aus als der BYD Dolphin. Das Leergewicht soll zwischen 1160 und 1240 kg liegen. Der Seagull wird mit möglicherweise drei Batteriepack-Optionen auf den Markt kommen. Zwei LFP-Blade-Batterievarianten mit 30 und 38 kWh, die für eine Reichweite von 305 bis 405 km geeignet sind. Die dritte Batterieoption wäre die Natrium-Ionen-Batterie mit 30 kWh, die ebenfalls für eine Reichweite von 305 km geeignet ist. Für weitere Infos müssen wir wohl auf die Weltpremiere auf der Shanghai Auto Show warten. Der offizielle Preis des Seagull in China wird laut BYD zwischen 10.600 bis 14.350 Euro liegen. Das vor zwei Wochen durchgesickerte Marketingmaterial des Händlers enthüllte jedoch, dass die Preise bei 8.700 Euro beginnen würden. BYD dementierte aber diese Informationen. BYD-Händler haben, wie auch andere Händler, eine gewisse Flexibilität bei der Festlegung des endgültigen Verkaufspreises und halten sich natürlich nicht immer an die offizielle UVP. China befindet sich bekanntlich derzeit in einem Preiskampf, den Tesla im Januar begonnen hat, und die Preissenkungen der Händler für Elektrofahrzeuge und Verbrennungsmotoren betragen bei einigen Modellen, beispielsweise dem BMW i3, bis zu 12.000 Euro. Wie würde euch der BYD Seagull gefallen? Und was glaubt ihr, wird er bei uns kosten? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!